So. Nächstes Level wird interessanter. Das sind die Gießereien und Schmieden. So, dieses Level wird nämlich interessanter, weil am Ende kommt ein Oger, der uns bis in die Hölle heiß machen wird. Mal schauen, wie es hier läuft. Mit meinem Magier damals, den ich als allererstes, also den Lehrling, den ich als allererstes gespielt habe, da hat das eigentlich wunderbar geklappt beim ersten Mal. Was sagen ich von hier? So, von hier bis. Moment, Moment, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es, da ist es. Von hier bis hier. Praktisch ist, es kostet halt trotzdem noch 40 Mana, aber die Abwehreinheiten gehen durch. Okay, wir haben 80 Abwehreinheiten. Das werden wir jetzt nicht voll machen, obwohl. Naja, mal schauen. Ich habe so ein bisschen Schiss vor dem Oger, weil ich will jetzt auch nicht ewig rumspringen und den platt machen. Weil das habe ich, glaube ich, mit meinem Magier, also mit dem Lehrling also beim ersten Mal gemacht, weil ich überhaupt nicht drauf gefasst war. Habe ich den abgelenkt, weil der Oger lässt sich leicht ablenken und den habe ich durch das ganze Level geschickt. Und ich habe halt versucht, mit meiner Minimalattacke da irgendwie was auszurichten. So. Der Sir Athena hat so einen kleinen Vorteil, dass sie wirklich auch einen Schaden machen kann, die unabhängig vom, ja, die sozusagen nicht, ja, wie sage ich das, elementspezifisch oder so ist, weil es gibt ja auch Feuerangriffe, Blitzangriffe und so Giftangriffe und manche Gegner haben Immunitäten dagegen. Und da gibt es zum Beispiel so Spezialisten, beziehungsweise so Helden, ich mach mal hier an, die haben Verteidigungen, die am Anfang zum Beispiel, ich nehme mal den Mönch, der hat die Elektro-Aura, das ist die einzige Aura, die Schaden machen kann. Und wenn da halt jetzt ein Gegner kommt, der Immunität gegen Elektro hat, dann ist das halt, naja, etwas suboptimal. Und da muss man dann selber ein bisschen Hand anlegen. Da rennt man dann auch halt die ganze Zeit über die ganze Map und versucht halt zu schauen, dass da halt keiner durchkommt. So, würde ich sagen, sammeln wir das Mana ein. Das sollte man auch unbedingt machen, das Mana einsammeln, weil es verschwindet mit der Zeit. Also das Mana bleibt nicht bis ganz zum Schluss liegen, also bis die Welle zu Ende ist, sondern es verschwindet. Das ist im ersten, ich glaube im ersten Level ist es noch nicht so, habe ich so das Gefühl. In dem hier fängt es schon an, weil die Zeiten einfach so lang sind, bis die nächsten Gegner kommen, dass es irgendwann verschwindet. Ich weiß nicht, warum die das so programmiert haben, vielleicht, dass man jetzt nicht unendlich Mana hat. Oh, Hilfe! Boah, Glück gehabt. Der Ding hat mich nicht attackiert. Ja, jetzt renn halt endlich da rein. Ach Gott. Geh ich halt zu den anderen hin. Sammle damals Mana ein. So, genau, das war nämlich der letzte. Er wollte halt unbedingt nicht da reingehen. So, aber an sich ist die Karte relativ einfach zu verteidigen. Ich werde halt da jetzt. Ne, den werde ich nicht mitnehmen. Ich werde da jetzt noch so ein paar Proton Beams reinsetzen, wenn dann später Orks kommen. Komm, ich mache da direkt einen zweiten rein. So, zack. Dann laufen die den einen durch, haben sie dann geschafft, dann laufen die direkt den zweiten und hoffentlich krepieren sie dann. Bloß lustig wird es da vorne, ist der besser, bin ich dann Level 8, dann kann ich das gleich vergessen. So, der ist jetzt auch schon ein bisschen aufgewertet. Ich kann mir mal die Statuswerte anschauen. Moment, ich mache mal einen zweiten, den normalen, nicht aufgewerteten. Können wir es mal so, an, so ein bisschen vergleichen, was dann die Aufwertung eigentlich so bringt. So. Statuswerte. Einheiten 5, ja. Angriffsschaden 70 und Angriffsrate 0,27 Sekunden. Was macht der andere? Angriffsschaden 64, Angriffsrate 0,26 Sekunden. Also ein bisschen schneller und ein bisschen mehr Schaden. Also macht deutlich was aus. Nicht so, dass es bloß so ganz wenig ausmacht. Also ich finde prozentual gesehen doch ein bisschen mehr. So, dann machen wir hier nämlich auch noch mal ein. So, dann haben wir es eigentlich hier recht einfach. Also es ist nicht mit jedem Charakter so einfach wie hier gerade. Mit meinem Mönch beim ersten Mal habe ich da ziemliche Probleme gehabt. Und ja, mit dem Ranger, also mit ah, wie heißt's? Lehrling? Nein, der Jägerin, genau, habe ich ziemlich Probleme. Da komme ich mit dem Level überhaupt nicht klar.
So, dann habe ich noch einmal zum Aufwerten 100 Mana. Das packe ich hier vorne hin, weil hier ist dann der kritische Punkt, weil hier kommt dann der Ogre raus, hier aus dem vorderen. Ich bin beim vorderen. Hier wird dann der Ogre rauskommen, sogar aus dieser Tür kann ich genau sagen. Kommt jedes Mal hier raus. Sprich, hier werde ich meine heftigste Verteidigung hinstellen, also nicht wundern für später. So, was ich auch noch zeigen wollte, wir haben gedacht, das mache ich jetzt trotzdem schnell. Ich nehme mal trotzdem kurz einen Begleiter noch mit. Wenn ich das auch mal zeigen kann, wo sind meine Begleiter? So, hier habe ich nämlich verschiedene Begleiter. Wen nehmen wir denn da? Habe ich Scarlet eigentlich noch da? Ich habe so einen kleinen Drachen, den habe ich Scarlet genannt. Oh, Fafnir ist jetzt doch ein bisschen zu heftig. Wie es ausschaut, habe ich Scarlet gerade jemand anderem gegeben. Schade, Stufe 70, ne, das ist zu viel. Tigris ist verfügbar. Nehmen wir mal den. Vielleicht haben wir noch einen besseren. Mönchhüter, Mönchhüter. Die Mönchhüter, ach, die Hüter bekommt man nach dem letzten Level. So, aber ich glaube, hier ist Scarlet. Ja, Scarlet ist gut. Scarlet habe ich lieber. So. Nehmen wir Scarlet mit. Jetzt haben wir so einen Begleiter, der rumfliegt und der schießt auch. Verbessert ein bisschen die Werte. Boah, ein bisschen. Ja. Auch ein bisschen Damage. Können wir ein bisschen zuschauen, wie Scarlet ein bisschen so abgeht. So. Scarlet macht aber Feuerschaden, deswegen würde es den Goblin da drüben, der hier mit Feuerschutz rauskommt, das sieht man gleich, Moment. Na, ich bin kurz sehen. Da, der hat hier Feuerschutz, das hat man hier kurz gesehen. Wird Scarlet hier keinen Schaden machen. Oh, bei dem hier auch nicht übrigens. Oh, krass, wie schnell das jetzt gerade wegging. Aber bei allen anderen macht Scarlet schön brav Schaden. Scarlet ist, glaube ich, sogar mein erster Begleiter gewesen, deswegen mag ich die auch so sehr. Und das ist eigentlich so ziemlich immer der Begleiter, der bei den Anfängen mit dabei ist. So, ich kann mal wieder nachladen. Achso, hier war ich schon. Braucht drüben noch das Mana, sofern es noch nicht weg ist. Doch, es liegt noch da. Gut, so, sammeln wir ein bisschen ein. Ja, ach ja, genau, während die Dinger da drin sind, in diesem Kreis, also es gilt nicht für jeden, für Goblins gilt es. Für Orks gilt es, glaube ich, auch. Dann sind die hier unverwundbar. Für Dunkelelfen, Bogenschützen gilt das nicht. Ich glaube, für die Magier, doch für die Magier sind die auch geschützt. Ich weiß nicht genau, woher da die Regel ist. Moment, ich kann hier ja mal aufwerten gehen. Hier kommt auch schon der erste Ork, wie man sieht. Das sind diese fetten Gesichter da unten. So, was haben wir hier so? Hier haben wir Waffe, die. Nee. Bisschen mehr Schaden. Nee, will ich auch nicht. So, da muss man auch so ein bisschen. Was mache ich denn eigentlich? Ich will ja das Mana einsammeln. Da drüben ist auch eine Kiste. So. Zack. Oh, eine große Armbrust. Oh, die ist besser. Die nehme ich mit. Lade nach! Die hat 38 Schuss, okay. Bisschen Mana einsammeln. So. Nächste Aufwertungsstufe, wie gesagt, erst bei 200 Mana. Das könnten wir vielleicht sogar noch erreichen. Moment, ich kriege immer 20 dazu, also mit Stufe 9. Ach, ich bin gerade voll. Oh. Zack, doch, ist doch einer. So, Moment. Muss natürlich alles mitnehmen. Ich laufe natürlich jetzt ein bisschen extrem langsam. Deswegen werde ich dann noch ein bisschen auf Heldgeschwindigkeit skillen. Damit es hier nicht so ewig dauert, bis ich von A nach B laufe. Das ist ziemlich ätzend mit dem Ritter, weil er läuft aber richtig langsam. Will ich das jetzt nehmen? Ist im Prinzip eigentlich stärker, weil ich kann noch aufwerten. Das kann ich auch. Ach komm, das zeige ich jetzt auch noch ganz kurz, das Aufwerten. Warte. Hier kann eine Verteidigerschmiede. In der Schmiede kann, haben wir hier Elbeninfo. Kann ich jetzt zum Beispiel hier auf meine Donnerbüchse gehen und hier mit Invest All wird es hier so aufgefüllt. Dann brauche ich hier ein bisschen Mana und kann jetzt zum Beispiel sagen, ich will mehr Fernkampfschaden oder da sieht man, wie viel Mana ich brauche. Oder ich gehe einfach um Pro Mode. Dann kann ich, muss nicht immer Invest All und hoch, sondern kann es direkt machen. Ich kann ein bisschen Geschossgeschwindigkeit erhöhen. Schüsse pro Sekunde, das ist bestimmt auch nicht schlecht. Ein bisschen Magazingröße erhöhen. Und noch ein bisschen Fernkampfschaden. Oder Feuerschaden kann ich auch machen. Magazingröße, okay, das reicht auch schon. Ich will es jetzt nicht übertreiben.
Das ist natürlich jetzt bei so kleinen Waffen, die kosten halt nicht viel und ich habe halt recht viel Mana, deswegen kann ich da ziemlich schnell komplett auffüllen. So. Ja, ist schon ein bisschen schneller. Okay, na danach. Gut, dann würde ich sagen, Moment, da drüben kann ich noch einmal aufwerten und dann fangen wir an. So. Zack und los geht's. Ich laber irgendwie ein bisschen zu viel und wir kämpfen zu wenig. Wir brauchen mehr Action. Was sollte ich mir labern, wenn der Kampf ist? Obwohl, das mit der Verteidigungsschmiede, das konnte ich halt jetzt bloß in der Bauphase zeigen, weil hier in der Kampfphase ist es weg. Da, oh, der Ork. Da bin ich jetzt gespannt, ob der Ork da jetzt durchkommt. Okay, da sollte er eigentlich nicht durchkommen. Okay, hier ist auch Charlotte und Scarlett unterwegs. Kurz auf die Karte schauen. Nee, da drüben muss ich noch aufwerten. Ja, da fehlt nämlich noch. Und eigentlich könnte ich fast noch einen dritten bauen. Oder zumindest den ersten. Auf jeden Fall. Aber wenn ja die Orks nicht durchkommen, dann sollte das jetzt eigentlich passen. Der Anfang ist halt ziemlich aufwendig. Man muss halt die ganze Verteidigung bauen. Erstmal die Karte abchecken, wenn die Karte neu ist. Sowieso das Wichtigste, wo baut man am besten hin? Weil hier sind direkt die Durchgänge, das ist eigentlich recht praktisch. Da kann man hier direkt dicht machen. Dann sind die auch gleich weg. Dann geh mal drauf. So, lade nach. So, würde ich sagen, baue ich hier direkt. Oh, Stufenaufstieg. Ein Ding hin. Und ja, ich bin sogar hier ein bisschen schneller. Ne, machen wir bloß einen Punkt dafür, weil ich habe nicht so viele. Machen wir ein bisschen die Rate noch höher. So. Gut, da drüben sind jetzt zwei Orks. Ja. Wird schon schief gehen, aber ich glaube, da brauche ich fast nichts mehr machen. Gott. Ach komm, ich habe ja das Mana, ich packe da jetzt noch einen hin. Aber aufwerten werde ich jetzt nicht. Wo ist es denn? So, ich packe halt jetzt auf jede Seite noch einen hin, aber ich glaube, das sollte dann reichen. So. Zack, zack. Gehen wir nach vorne, dann werden wir den vordersten da noch auf. Dann packen wir da drüben noch auf der anderen Seite noch einen hin und dann, ja, hoffe ich, dass ich gut ausgerüstet bin für den bösen, fiesen Ogre. Vielleicht schaffe ich es ja noch auf Stufe 9, weil dann hätte ich genau 200 Mana zur Verfügung. Und könnte nochmal aufwerten. So, dann bauen wir hier auch noch so ein Beam hin. Dann ist es schön symmetrisch aufgebaut hier alles. Ja, ich hole meine Symmetrie. So. Nicht nur in Minecraft, sondern auch in Dungeon Defenders geht es um Symmetrie. Zack. Handschuhchen. Nee, will ich nicht. So, ich habe alle Kisten. Dann, huch, let's go. Steht mir da der Amboss im Weg? Hallo? So, und schau mir hier ein bisschen zu. Wie es so schön laufen. Moment, ich kann ja echt mal die Kobolde zeigen. Obwohl, nee, die kommen, glaube ich, überall raus dann, oder? Sind die Kobolde irgendwo? Ne, oder? Ne, hier sind gerade keine Kobolde. Das sind die Viecher, die jetzt ganz neu mit dazu kommen. Moment, ich kann hier mal kurz. Kobolde! Kobold! Oh, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Weil Kobolde haben diese Dynamit hinten dran. Und wenn die mich sehen, dann haben die Aggro auf mich und zünden sich dann an und spielen Selbstmordattentäter. Was nicht so nett ist. Und unter anderem zerstören sie auch ein bisschen die Verteidigung. Obwohl ich das bei den Beams jetzt gar nicht weiß. Ich will es jetzt auch persönlich nicht wirklich ausprobieren, aber naja, würde gehen. So, jetzt verschwindet die mal hier. Dann kann ich ja nochmal aufwerten. So. Mann einsammeln, aber ich glaube, ich schaffe es jetzt nicht mehr auf Stufe 9 zu kommen. Nee, ich glaube nicht. Nee, nee, das wird, glaube ich, nichts mehr. Bloß hier habe ich ein bisschen Schiss vom Oger. Ich könnte natürlich. Idee. Der Oger kommt ja jetzt noch nicht, der kommt das nächste Runde. Ich habe noch eine kleine Idee. Ah ne, das klappt wahrscheinlich nicht. Ah, hier ist immer noch einer. Ah, die Kobolde, die sind auch unverwundbar in der Zeit. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Moment, hab mal Aggro auf mich. Jetzt da. Jetzt ist er wütend. Und will sich in die Luft jagen.
Hat es aber nicht geschafft. Weil, tot. Ach komm, jetzt kommen wir noch. Ach so, jetzt kommen wir noch mal eine Runde. Genau, er ist ja vorhin gestorben. Konnte sich nicht hochjagen. So, Skala darf ja auch ein bisschen mitmachen. Ich kann ja auch ein bisschen rumschießen. Ich ziehe nicht wenig, glaube ich, zu Skamea, aber es ist Charlotte. Ich sage schon Charlotte, Scarlett natürlich. Mein kleiner Drache. So, habe ich noch eine kleine Ausrüstung? Ah. Meine Verteidigung ist mir gerade ein bisschen wichtiger. Da, hier sieht man schon. Ganz unten ein Oger. Der kommt hier. Bei den anderen beiden, Gott sei Dank, nicht. Das wäre noch schöner. Und ich habe es nicht geschafft aufs nächste Level. Kann, dann brauche ich jetzt nochmal so einen hin. Obwohl, ich probiere mal. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich würde gern hier jetzt erst einmal ein Ding hinsetzen. Aufwerten. Oger ist ja recht groß. Ich will den nämlich mit einem Physical Beam aufhalten, aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass die Bogenschützen... Ah, Moment mal, ich kann ja noch. Haha. Scheiße, jetzt habe ich keinen Platz gelassen. Mit dem Reflection Beam. So. Genial. Ach ja, klar, bin ich doof. Reflection Beam reflektet jetzt nur hier oben. Nee, das ist vielleicht nicht so geschickt. Also mache ich den Ding nochmal weg. Oder macht das Sinn? Reflection Beam. Naja, ich wollte... Ich habe bloß den hier vorne noch hingemacht. Damit die Bogenschützen, wenn sie ausholen wollen und den Physical Beam angreifen wollen, trotzdem irgendwie draufgehen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich mache jetzt den trotzdem hier hin. Reflection Beam. Ich mache jetzt extra noch ein bisschen Abstand dazu. Ja, dass die vielleicht das nicht direkt spotten, die Bogenschützen. So, und bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das reicht. Vielleicht sollte ich den den Physical Beam noch aufwerten. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, hier hat es eigentlich ganz gut geklappt. Hier ist nur ein bisschen mehr, aber die Verteidigung hält das locker aus. So, ach, warum ist eine Mana da? Das ist er nicht verloren in dem Fall. Ach, hier ist noch ein Helm. Ne, den habe ich ja, habe ich ihn angeschaut. Ah, genau. Das ist gerade schönes Beispiel. Diese -3% heißen auch wirklich, dass ich dann anfälliger bin für Gift. Das mache ich natürlich nicht. So, aufwerten. Bin ich ja mal gespannt. So, zack, 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 zack. Sammeln hier schnell alles Mana ein. Obwohl, ist eigentlich gerade wurscht. Das ist halt eingelagert in meine Bank. Aber hier kann ich noch kurz aufmachen. Nee, okay. Dann auf geht's zur letzten Welle mit dem Oger. Ich bleib gleich mal vorne stehen. Scarlett darf mich da unterstützen. Bin mal gespannt. Vor allem will ich jetzt sehen, ob die Bogenschützen da jetzt Aggro ziehen. Und da drauf schießen. Ne, zuerst hier Scarlett noch dazu. Die machen gerade nichts. Komm, ich bin gerade ein bisschen Schisser. Ich mache jetzt nochmal so ein Ding hin. Mensch. Komm, geht schnell drauf. So, so. Sicher ist sicher. Man kann nämlich nie wissen. Der erste Oger hat, glaube ich, bloß 18.000? Ich weiß es nicht mehr. Okay, das ist jetzt mit meinen größeren nicht mehr so viel. Der macht einer 18.000 schon mal an Schaden. Also DPS. Vor allem. Da ist der schnell weg. Aber hier ist es halt noch richtig viel. So am Anfang, weil ich mache... Wie viel Schaden? Ach scheiße, ist er weg. Ich glaube... Irgendwas um die 100. Oh, Schuhe. Schuhe von Zalando. So, jetzt bin ich gespannt. Wann kommt jetzt der Oger? Stufenaufstieg während dem Kampf kann ich nicht machen. Also selbst wenn ich es noch erreichen würde... oh ja, jetzt kommt er. Oh nein, er sieht den Physical Beam und schießt da drauf. Scheiße. Also selbst wenn ich Stufenaufstieg erreichen würde, kann ich das nicht machen. Es geht nur in der Bauphase. Jetzt bin ich gespannt. Wie viel Leben hat er eigentlich? Okay, inzwischen nicht mehr so viel, unter 10. Sollte ich schaffen, sollte ich locker schaffen. Oh Gott, ich hoffe, ich habe nicht da so viel Platz gelassen. Ach scheiße, kommt da durch. Ah, scheiße, nein. So, gut, Oger vernichtet. Ah, die großen Lilanen hier sind 50 Mana. Sehr schön, okay, damit war's das eigentlich. Damit kann eigentlich fast nichts mehr passieren. Die alle gehen da drüben schön drauf.
Der Ork geht auch drauf. Ne, dann war's das. Damit ist die Welle beendet. Stufenstieg ist verfügbar. Und das war's. So, nächstes Level. Erst einmal hier. Boah, was mache ich da? Vielleicht ein bisschen höhere Rate. Ach, Stufe 10, sind sogar zwei aufgestiegen. Ich mach mal, ich bin mir nicht sicher, was das genau bewirkt. Ich mache mal auch ein bisschen hoch. Für die Physical Beams wäre das vielleicht nicht schlecht. Dann mache ich mal doch ein bisschen hoch. Holographic, die Käufigkeit ist freigeschaltet. Was ist das? Das da, oh mein Gott. Leave behind a fall series you fought to attract and fool your foes. Ah, explode upon destruction or detonation, hurting all nearby enemies. Ach cool, ich kann eine Kopie von mir erstellen und und meine Gegner damit verarschen. Und wenn jemand zu nah dran gerät, dann BAMS! Fliegt alles in die Luft. Gut, ich schaue jetzt noch so rum. Mana kann ich jetzt einsammeln. Aber Items liegen hier eigentlich nicht rum, also wird sich das eigentlich nicht so wirklich lohnen. Ich kann noch kurz nachladen. So, Moment, was standen da jetzt hier eigentlich? Vier Beams plus Physical Beam haben den Ogre fertig gemacht. Das finde ich okay. Gut. Schauen wir mal noch kurz in die Taverne. Ich kann nämlich jetzt jederzeit wieder zur Taverne zurück, nachdem die Mission natürlich beendet ist. Das ist der Missionsfortschritt weg und bla. Ach, verdammt, jetzt habe ich die Statistik nicht angeschaut. Mist. Gut, als nächstes kommen die Magus-Quartiere. Und ich wollte jetzt nur kurz. Nochmal zur Schmiede. Ja, das hätte ich auch vorher machen können. Ah, ne, will ich. Ach komm, nein. Lassen wir das. Ich wollte eigentlich nur mal kurz schauen, wie viel DPS eigentlich Scarlet macht. Was kann man hier an diesen Puppen nachschauen? Dann machen sie nämlich Aggro drauf und dann kann man es schön sehen. Ja, 80, 80. Ach, Scarlet ist einfach recht langsam. Und wie viel mache ich gerade selber? Joa, selber an die 300. Oh, nur 200. Ja, 294 ist auch okay. Irgendwann muss ich aber nachladen. Okay, mal schauen, was hat denn der Wirt so, der gute Weihnachtsmann. Ah, hier kann man auch inzwischen andere Tierchen einkaufen. Oder Waffen. Das, je nachdem, welches Level man gerade geschafft hat, sind hier alle andere Waffen drin. Bei höheren Level natürlich bessere Waffen. Und ja, hier ist jetzt noch meine Itembox. Hier habe ich jetzt. Ach, die Begleiter, die schieben sich immer hier rein. Hier sind halt jetzt noch ein Haufen Waffen drin. Vor allem auch die Rüstung habe ich noch nirgends wirklich einsortiert. Moment. Ich kann noch kurz zeigen, wie man hier verkauft. Komm, das behalte ich mal vielleicht für später. Keine Ahnung. Hier sind halt noch etwas bessere Dinger dabei. Am besten, das, was man verkaufen will, am besten entsperren. Zum Beispiel sowas. Das will ich nicht haben. Das entsperren wir. Das andere, was ich behalten will, sperren wir. Da, das will ich nicht haben, das entsperren wir. Die Schuhchen behalten wir alle. Alle von Zalando. Dann ist der Postbote schreiend gebracht. Ach, Armband. Ach, erst für Stufe 12. Okay. Und dann gehen wir auf alles verkaufen. Dann alles, was nicht gesperrt ist, wird verkauft. Und wie viel haben wir jetzt gekriegt? Was, 89.000? Oh, oh, scheiße, was habe ich da jetzt mitverkauft? Verdammt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges mitverkauft. Okay, das könnte ich eigentlich auch entsperren. Das kann ich auf jeden Fall kaufen. Das. Oh, das gehört dem Mönch. Das habe ich vergessen einzusortieren. So, jetzt. Alles nochmal verkaufen. So, jetzt passt's. Gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter mit den anderen beiden Leveln. Ich muss jetzt mal kurz aufhören. Dann würde ich mir sagen, wir sehen uns hier das nächste Mal wieder hier schön brav in der Taverne. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.